Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hin dran und wir fahren fort mit Let's Play Spyro, Enter the Dragonfly. Beim letzten Mal haben wir es in die Welt Wolke 9 geschafft, oder Wolke 7, wie auch immer. Und hier sind wir schon in der ersten Herausforderung, und zwar die Rennstrecke. So. Machen natürlich wieder erstmal das Zeitrennen. Okay, ja. Kriegen wir schon hin. Ja, ja. Die typischen Ringe. Ah, stimmt. Die Sterne waren ja diese Kollegen hier. So, ich war nach einem relativ anstrengenden Arbeitstag. Wie kann man da am besten entspannen, wenn nicht mit Enter the Dragonfly? Also, ich kann mir nichts Entspannteres vorstellen. Nicht mal Monster Hunter. Oder Savages in Final Fantasy XIV. Die sind ja auch wichtig. So, und gut, dann sollen wir uns die Go-Karts holen, habe ich gehört. So. Oh, mit den Wolken ein bisschen aufpassen, dass man sie auch ordentlich kriegt. Ja, ich fokussiere mich jetzt so gut es geht. So. Dann noch die Kollegen hier in ihren fliegenden Betten holen. Wie gewohnt, Gegenfahrtrichtung. Dann ist man schneller unterwegs. So. Und noch der letzte. Super, first time. Sind tatsächlich nicht so schwierig, wie sie teils in älteren Teilen waren. Nee, müssen wir nicht nochmal machen. Einmal reicht. Eine Libelle. Du hast Tashi Station gefangen. Das ist auf jeden Fall ein Name. So, jetzt machen wir das Rennen gegen die fliegenden Riptoks. Super sichtlich und können es kaum erwarten. Ja, alle grünen Ringe und nicht von der Strecke abfallen. Haben wir schon mal gemacht. Also wenn ihr die Kirchenglocken bimmeln hört, es tut mir leid. Ich kann sie nicht ausschalten. Ja, das Fenster ist zu. Ich weiß nicht, es ist 7 Uhr. Bimmeln die deshalb? Keine Ahnung. So. Ja, ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, ob es hier. Ah, da haben wir schon mal einen Booster verpasst. Naja, mal schauen. Ob es hier. Auch so buggy war wie bei gewissen anderen Strecken dann später. Oder vorher. Mal schauen. So, der fliegt einfach irgendwo rum. Das ist in Ordnung. Runde 2. Wir sind vierte. Ach ja. Ja, ich will immer sagen, ich mag meine Jobs und Arbeit, in die ich sind doch sehr. Aber man kommt halt nach Hause und macht sich einfach keine Gedanken mehr. Das ist halt, was ich, eine der besten Sachen. Einfach so ein Job, wo man sagen kann, yo, ich
komme nach Hause und gut ist. So. Das war wohl nicht der richtige zweite, den wir überholt haben. Der auch nicht. Ja, ihr seht, ne? Also entweder sind die unsichtbar oder... keine Ahnung. Ja, ich glaube, aber wir können das... ich habe das wirklich das Gefühl, dass wir das ein zweites Mal machen dürfen. So, außer der Typ ist jetzt der gewesen. Also noch einer vor uns. Ob das der ist? Wir sind irgendwie Erste. Okay, cool. Nice, beides auf First Try geschafft. Nicht schlecht. Gewonnen. Nein, einmal reicht. Wie auch bei dem anderen. Mit der anderen Challenge. Ja, wer soll sie denn sonst bekommen? Du hast Grayson gefangen. So, danke. Wir wollen gehen. Also ich kann dir garantieren, Sparks, sie kommen hier nur einmal hin und das war's dann. Nix mit öfters. Nee, ich bin heute gechillt. Aber manchmal frage ich mich, wieso sich Leute in Museen manchmal so richtig behämmert verhalten. Es ist halt, ne? Denkst du so, ja, wir sind ein Museum, wir sind ein Ort des Lernens, wo man sich Sachen anguckt und so. Und dann hast du manchmal einfach Leute, wo man sich denkt, yo, noch nie was von Ruhe gehört. So. Ach. Ja, das sind dann ein bisschen die anstrengenderen Stalten. So. Ja, ein Tipp für euch. Am besten geht ihr in ein Museum, wenn Ferien sind und das draußen sonnig ist. Dann habt ihr eine gute Chance, dass da fast keine Besucher sind. Unter der Woche, wenn es geht. Aber auch am Wochenende. Ja, da ist da Wasser. Ja! Sieht ja, das Wasser sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier. Na, ich mag die Vibes in dem Ort. Die sind richtig cool. So. Ich frage mich, wie viele Episoden wir insgesamt brauchen werden. Das Spiel an sich ist ja nicht so lang. Aber es wird natürlich auch ein bisschen durch... naja. Was es ist, in die Länge gezogen. Ach, die Musik ist schön. Nicht so geil wie die Original-Trilogie, ne? Das ist ja Copeland richtig ausgetickt. Aber auch nicht schlecht. So. Ja, die Gegner sind natürlich ein bisschen uninspiriert, aber naja. So, sind wir jetzt bald da, bevor ich schon Respekt habe? Ich denke ja. Ja, was ich wirklich an dem Level mag, sind die wirklich diese... Tschüss! Diese Pastellfarben. Das hat so ein bisschen in diesem Getreideland. Okay. Ja, mein Stab. Hat ein bisschen diesen Getreideland wirklich gefehlt. Das war einfach nur duster. Und duster. Mehr war da irgendwie nicht. Die hat man wieder diese schönen
Pastellfarben. Ja, die, das, also der Art Cell, der das Originaltrio so, ja, geprägt hat. Würde man meinen. Ich finde wirklich, dass dieses Level, das, ja, am ehesten spirituell so ein bisschen das Level ist, wo man sich denkt, ja, ist definitiv ein, halt so ein Spyro-Plattformer-Level. Plattformer, Jump'n'Run, wie auch immer. So. Dann sammeln wir mal die Edelsteine ein. So, schön. Schön, bin ich doch froh, dass wir hier bei der Flug... bei den... also bei der Flugherausforderung... dass wir da... nicht allzu lange gebraucht haben. Also vor einer später habe ich noch richtig Angst und... ich habe es schon mal gesagt, es gibt noch ein Panzerlevel. Darauf habe ich einfach keine Lust. Weil es einfach nur... ja. So, Kumpel, was willst du? Danke, Spyro. Jetzt kann ich das Wirbelding starten. Oh, jetzt haben wir den ersten Dialog verpasst. Naja. Hoppala. Ich dachte, es wäre halt irgendwie ein Eierdieb oder halt ein Libellendieb. Aber nein, es war ein Zauberstabdieb. So. Zack. Schön. Aber wenn wir gerade von Museen reden, was ist denn so euer liebstes Museum, in dem ihr wart? Ist egal, ob es jetzt naturwissenschaftlicher Natur ist, ne? Oder ob es jetzt Kunstmuseum oder Archäologie ist, oder es gibt ja noch viele andere Arten von Museen. Klar, ich mag natürlich Mainz, in dem ich arbeite, weil wir viele sehr coole Stücke haben. So. Es gibt auch noch andere Orte, andere Museen, die noch richtig cool sind. Oder halt Art Kunstgalerien, ne? Es gibt ja mal so dieses, ist das jetzt ein Museum oder eine Kunstgalerie? Tja. So. Du hast Savino gefangen. Gut für uns und gut für Savino, weil er jetzt safe ist. Haha. Ich muss sagen, ich mochte tatsächlich eine Galerie in Slowenien sehr, weil die so Contemporary Art zeigt. Also nicht unbedingt dieses Klischee modern, so à la Pablo Picasso und so. Ich meine, Picasso ist die Kacke. Aus historischen Gründen. No, I will not elaborate. Und ich finde es auch, seine Kunst ist jetzt, naja, existiert. So. Da gab es mal so eine Ausstellung mit so einer Thematik. Und da musste ein spezifisches Material halt verwendet werden. Das waren halt meistens Plastiken. War es ein Material oder war es ein Thema? Ich glaube, es war so ein bisschen beides. Und in den meisten Plastiken, also in den meisten Figuren. So. Und noch das dritte. Ah, es war halt irgendwie so ein bisschen Body Horror. Aber halt so eine Art Body Horror, wo man ein bisschen drüber nachdenkt. So nicht einfach Body Horror um des Body Horrors willen. Also Body Horror, wie man das übersetzen. Am besten nicht einfach googeln. Vielleicht einfach auf Wikipedia oder so nachgucken, falls ihr nicht wisst, was das ist. Und vor allem, es war halt nicht dieses Groteske, sondern halt, es war richtig so durchdacht. Klar, einige Sachen waren wirklich ein bisschen grotesk, aber die meisten waren echt interessant. Und das war wirklich so
kontemporäre Künstler, entweder aus Slowenien oder aus der andere aus Nähe. Das fand ich echt so cool. So. Ach, jetzt kommt die Stelle, wo ich sehr oft runtergefallen bin. Ja. Ja, natürlich mag ich auch Dinosaurier-Museen. Also, paläontologische Museen meistens ist aber so. Dinosaurier-Museum. Wir haben auch andere Viecher, die eigentlich keine Dinosaurier sind, aber irgendwie wird sie jeder Dinosaurier nennen, weil Baum. Ich meine, ich kriege auch irgendwie gefühlt nicht mehr wirklich einen Anfall, aber jedes Mal, wenn irgendwie die Rede ist von irgendwelchen Mosasauriern oder Plesiosauriern, Pterosaurier, so Sachen, ja, das hat zwar auch Saurier im Namen, Gott. Aber das sind keine Dinosaurier. Das sind ja Reptilien. Also Mosasaurier gehören ja zu den Varanen. Und hier Plesiosaurier, Ichthyosaurier, etc. Das gehört ja alles zu den Sauropterygian. Das sind Reptilien. Und das sind in dem Fall Meeresreptilien. Ach ja. Oder so auch so ein Favorit, Ammonitenschnecken nennen. Das gibt's da schon. Wahrscheinlich auch fossile Schnecken. Ich bin jetzt nicht mit so kleinen Vieh am Arbeiten. Aber es ist auch so, ja, es hat so ein bisschen so eine ähnliche Spiralform, aber nein, es ist keine Schnecke. Ja, vor allem, wenn man irgendwie eine stundenlange Führung gibt und dann hört man einfach so, oh, ich will auch das Schneckenfossil, so. Leute, habt ihr denn nicht zugehört? Ja, aber manchmal hat man aber auch so schöne Momente, wo man wirklich merkt, dass die Leute einem zuhören, dass sie auch smarte Fragen stellen. Ob das dann jedes Mal die Momente von Enttäuschung will ich es nicht nennen, aber dieses nicht ganz. Wettmacht sei so dahingestellt, aber ist doch cool, ist doch cool. Also man hört so beides. Und ich will ja nicht judgy sein. Es ist ja nicht so, dass man mit Wissen geboren wird. Aber ist auch eine Sache, die man sehr oft mitbekommt, wenn man jetzt in der Wissenschaft arbeitet, sei das jetzt entweder in einem Museum oder so etwas Ähnliches. Und zwar, dass Eltern nicht gerne zugeben, dass sie nicht wissen, was irgendwas ist und dass sie oftmals einfach irgendein Mist erzählen. Und sich denkt, ja, ihr müsst ja nicht alles wissen. Wir können sagen, ja, das ist nicht mein Fachgebiet, aber wir können A, jemanden fragen oder B, es im Internet nachgucken. Aber das mit dem im Internet nachgucken früher auch einfacher war als heutzutage. Oh, das gebe ich gerne zu. Muss man schon wissen, wonach man guckt. Ah, dann fehlt nur noch, glaube ich, noch so eine Kanone. Dann ist die Sanduhr wieder repariert. Ja, wenn wir denn irgendeine Anzeige bekommen würden. Okay, schaffen wir es von hier aus, dorthin zu fliegen? Ich will mal gucken. Ja, schaffen wir. Ja, das ist natürlich. Die Hitbox, ne? Hitbox dachte sich so, nee, da kommst du nicht hin. Leute, unser erster Tod. Tod durch Kollisionsabfragenmangel. Naja, das wäre mal eine Nummer. Eine Kollegin von mir, die arbeitet auch in einem anderen Museum. So eine ihrer Lieblingsaussagen war bei einem präparierten deutschen Schäferhund, so die Mutter zu dem Kind, ja guck einmal, das ist ein Wolf. Man sich dann auch nur denkt, also Wölfe und Schäferhunde sehen jetzt nicht so ähnlich aus.
Aber, ne? Das zeigt dann aber auch wiederum, wie wenig Kontakt man heutzutage auch mit Natur und so hat. Wenn man jetzt nicht gerade damit arbeitet. Ach, dankeschön. Jetzt müssen wir es nur noch zu der Libelle da hinten schaffen. Oh. Du hast Sylvia gefangen. Okay, das ist noch einfach Holz gedacht. Gut. Gehen wir wohl noch zum letzten Checkpoint. I guess da. Ja, ne, ich dachte, die würde wegfliegen, aber naja. Muss nicht immer alles schwer sein. So. Supi. Gut, dann machen wir heute hier Schluss. Ich danke wieder vielmals fürs Zugucken. Heute ein bisschen über Museen und so geredet, auch nicht schlecht. Beim nächsten Mal beenden wir hoffentlich dieses Level. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.